wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Jetzt geht's auf die Schiene und Herr Zwiehoff, Sie bauen sehr interessante Geräte mit Ihrer Firma. Was ist denn das? Wir haben uns spezialisiert auf zwei Wegefahrzeuge. Das heißt, es sind Fahrzeuge, die auf der Schiene und auf der Straße fahren können. Ach so. Und dadurch eben wirtschaftlicher und flexibler sind. Und was machen die auf Schiene und Straße? Das, was wir jetzt hier ausgestellt haben, sind Rangierfahrzeuge. Das heißt, ich kann auf der Schiene rangieren, kann quasi zwischen den einzelnen Schienen auf der Straße wechseln und auf der nächsten Schiene eingleisen und wieder Waggons rangieren. Wenn ich an Rangieren denke auf der Schiene, dann denke ich an sowas wie das, was hier steht. Ja? Warum sind Ihre Fahrzeuge so viel kleiner? Wir nutzen die Traktion über die Gummireifen, ungefähr Faktor 3 höhere. Dementsprechend können wir das Gewicht einsparen dafür. Und wo sitzt auf dem Ding der Fahrer? Traditionell fahren wir hier mit Funkfernbedienung. Es gibt allerdings gerade ein Gemeinschaftsprojekt mit der DB Sistel und der Universität in Aachen, wo es darum geht, diese Fahrzeuge automatisiert fahren zu lassen. Das heißt, in den nächsten 3 Jahren werden wir sehen, dass diese Fahrzeuge automatisiert selbstständig fahren können. Okay. Wenn ich so eine schnuckelige kleine Rangierlok haben möchte, was kostet mich die? Da liege ich im Bereich von 80.000 bis 90.000 Euro. Geht. Ich habe jetzt privat keine Verwendung dafür, aber... Man kann auch Blumen draufstellen. Alles klar. Vielen Dank. Gerne.